herzlich willkommen zu unserem kleinen Video. Ich zeige Ihnen, wie man ein Kompaktdisplay zusammenbaut. Dieser Thekenaufsteller kann bis zu 10 Ratgeber aus unserer Kompaktreihe präsentieren. Wir brauchen weder ein Ingenieurstudium, noch Werkzeugkasten, noch Werkbank dafür, sondern einzig und allein unsere Hände und diesen einen Karton. Also der Bausatz besteht gerade mal aus einem Teil und ich zeige Ihnen jetzt, wie es geht. Ja, jetzt geht's los. Wir haben das eine Teil vor uns, mehr ist es nicht. Was ich jetzt schon gemacht habe, ist, ich habe aus den Schlitzen das Papier rausgetan oder die Füller rausgetan, also schon ein bisschen entgratet. Ich drehe jetzt den Karton um und da sieht man auch schon hier an dem großen Stück eine längliche Falz. Und da falzen wir den Karton zusammen. Das wird dann der Rücken unseres Displays. So, und dann haben wir hier auch eine Falz. Man sieht, man kann das so hinstellen. Wir klappen den vorderen Bereich rein und die Seitenteile kann man auch einklappen und auch schon durch den Schlitz durchstecken. So, diesen Schlitz noch. So, fertig ist unser Aufsteller. Jetzt können wir den auch schon munter packen mit 2x5 Büchern. Und wenn wir so weit gekommen sind, haben Sie es geschafft. Glückwunsch!